Hallöchen YouTube, hier wieder Surround Gaming. Ja, heute mal zum Update-Video nochmal zu unserem Monitor des Jahres 2021, den Gigabyte Aorus FV43U. Wir machen auch heute, sage ich mal, ein relativ schnelles Video, weil ich sag mal so, zu dem Thema gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen. Dementsprechend aber viele haben es sich gewünscht, dass wir darauf nochmal eingehen. Der Sache wollen wir natürlich nachkommen. Es geht darum im Endeffekt, wie man natürlich vielleicht den Monitor ein bisschen pimpt in Form von, ja, wie man ihn hinstellen kann. Er hat ja so eine komischen Krähenfüße und auf diese kleinen Krähenfüße wollen wir heute ein bisschen eingehen, beziehungsweise einfach mal schnell zeigen, welche Monitorhalterung ich da favorisiere für das Ganze. Der Monitor, der 43 Zoller, ist ja sehr TV-artig und von der Seite her bietet sich es natürlich an, im TV-Lager da mal zu gucken, was es denn da für feine Monitorständer, sage ich mal, gibt. Da gibt es natürlich, beziehungsweise TV-Ständer, da gibt es natürlich auch eine riesen Auswahl und letztendlich durch einen Zufall bin ich auf den gestoßen und dachte zuerst so, na, bei dem Preis, da kann die Qualität ja nicht wirklich gut sein, aber er passt eigentlich wie die Faust aufs Auge auf dem Bildschirm, auch von der Halterung, wie es beschaffen ist. Deswegen steigen wir jetzt schnell ein und gucken uns das Ganze mal schnell an. Wir machen auch nur sozusagen ein paar Slides, also gar nicht jetzt hier lange rumgelaber. Das ist der gute oder das gute Cover von dem Bildschirm. So sieht er ja aus. Er hat, wie gesagt, diese kleinen süßen Krähenfüßchen. Die kann man mögen, kann sie hassen. Man kriegt wenigstens was drunter gestellt. Das muss man lassen. Das ist natürlich schon manchmal ein Vorteil. Also wenn ihr eine Soundbar habt. Ich habe jetzt zum Beispiel meine Bose Soundbar da, sage ich mal, direkt drunter, aber auch unter dem, wo jetzt der TV-Ständer sozusagen steht, weil der hat nochmal so einen Mittelfuß. Der ist ein bisschen andersartig als diese kleinen Füßchen. Unterm Strich, man kann es auch nicht, man kann ihn auch nicht drehen oder wenden oder so. Man muss immer die Hand, sage ich mal, da wirklich anlegen, ihn anheben und dann rumschwenken. Das geht bei der TV-Halterung auch ein bisschen anders. Von der Seite her macht dieses Upgrade aus meiner Sicht schon eine ganze Menge Sinn. Er hat ja, sage ich mal, die typischen WESA-Vorrichtungen. Von der Seite her ist das auch schnell erledigt und schnell rangeschraubt. Ihr seht den Hersteller, sage ich mal, der Firma, die diesen TV-Ständer herstellt. Da muss man auch gar nicht lange suchen. Den werdet ihr relativ schnell finden. Wir wollten jetzt nicht, ich mache auch keinen Link drunter, direkt zum Produkt oder so, weil Werbung. Wir machen ja schon explizit jetzt Werbung für diesen, für die gute Halterung. Aber ich sag mal so, wo der Laden eures Vertrauens, wo er das herbezieht, die sind preislich alle sehr ähnlich gelagert, dürfte so um die 36 Euro sich bewegen. Da gibt es eine neue und eine alte Version. Ich habe, sage ich mal, den Vorgänger. Da hat sich aber aus meiner Sicht nicht viel geändert. Ich kann jetzt nicht die Unterschiede leider feststellen, weil die neue Version werden wir uns jetzt nicht extra deswegen holen. So auf dem Papier ist es genau identisch. Das Ding hat genug Tragfähigkeit, sage ich mal, um das Ding zu stemmen. Er hat einen schicken, sage ich mal, Fuß in der Mitte, der auch so ein bisschen glänzend ist. Ich sehe ihn gerade auch selber jetzt live vor mir. Ansonsten Gummifüßchen drunter, sage ich mal, steht auch solide. Man kann ihn nicht so einfach verrutschen. Er hat große Schienen, wo er den locker, sage ich mal, ranbekommt, den Monitor mit der Halterung. Die Schienen stehen natürlich ein bisschen über diese WESA-Halterung, sage ich mal, in Anführungszeichen, denn hier über. Aber wer sich auch immer jetzt, sage ich mal, da noch hinten was ranmachen will in Form von, ich sag mal, irgendwelche Leuchten wie Ambilight und so weiter, der hat da schon ganz gute Halterungspunkte. Da kann man auch andere Sachen dann machen. Webcams drüber oder Track-IA ein bisschen verlängern und dann über den Bildschirm, sage ich mal, gucken lassen. Also da gibt es sicherlich noch viele Möglichkeiten, deswegen gar nicht mal so verkehrt, dass die Ärmchen hier so lang, sage ich mal, sind. Und zusammengebaut ist er blitzschnell, da muss ich auch nicht viel Worte verlieren und euch mehr Zeit klauen, als es nötig ist. Den könnt ihr relativ flott zusammenzimmern. Der ist solide, sage ich mal, aufgebaut. Auch eine solide Konstruktion, also das ist alles hier so, ja, ich will nicht sagen Stahl, das ist sicherlich Blech, aber er wiegt auch ein bisschen was, der ist jetzt nicht ganz leicht. Und das ist ja auch, muss man sagen, eher so eine, ich gucke mir das gerade nochmal genau an, eher so eine Glasplatte. Ja, es hat so ein bisschen Glascharakter, ja, spiegelt auch sehr. Ich meine, mich stört es jetzt nicht, Fingerabdrücke seht ihr drauf, aber es ist wie gesagt auch dadurch recht schick. Steht ja auch da, Glasbase.
Das ist wirklich temperiertes Glas, sogar 8 mm dick. Also deswegen wiegt das Ding auch so viel. Und ja, da kann man nicht meckern. Ansonsten Schrauben, alles solide verarbeitet, sauber gebohrt. Da kann ich wirklich nicht meckern. Ihr habt da auch noch mal ein bisschen eine Explosionszeichnung von dem ganzen Teil. Und Tragfähigkeit 45 Kilo kommt dann natürlich mit dem 43 Zoll von Aorus, dem Plastikbomber, nicht ganz ran. Von der Seite her habt ihr auch Luft da nach oben. Und wie gesagt, da könnt ihr alles ranschrauben, was ihr eigentlich wollt. Deswegen das Update wollten wir nochmal kurz geben. Aus meiner Sicht zum Monitor des Jahres 2021 musste auch mal eine gute Halterung Aorus dazu spendieren. Ich meine, gut, der Preis ist sehr solide bei dem Bildschirm, deswegen will ich da gar nicht lange auf die Kollegen von Gigabyte rummeckern. Die haben da sicherlich das Äußerste gemacht und schick sieht es ja aus, passt ja auch dazu. Der hier ist, sage ich mal, eher ein Upgrade, wenn ihr ein bisschen TV-artig das haben wollt. Ihr könnt ihn dann nämlich auch, sage ich mal, drehen. Ja, also das ist sozusagen auch gleichzeitig so ein bisschen so ein Schwenkarm, dass ihr den sozusagen ein bisschen schieben könnt und dementsprechend könnt ihr den ganzen Monitor auch ein bisschen dann zumindest nach links und rechts schwenken. Also wer ihn denn immer ein bisschen verstellen will, also ich habe ihn zum Beispiel ein bisschen nach rechts geneigt, könnt ihn aber auch jederzeit wieder zentrieren. Von der Seite her hat man dann diese Option da auch. Ja, ich hoffe, es hat einige geholfen. Viele haben ja spekuliert, welchen Arm wir da meinen. Und dementsprechend wollten wir die ganze Sache nochmal zum Gigabyte Aorus nachreichen. Und wenn noch Fragen sind, einfach in den Kommentaren lassen. Gerne auch Abo da lassen. Wir bringen noch mehr. Wir werden auch nochmal ein paar Videoshots dann irgendwann nochmal einfügen. Der Monitor wird uns noch eine ganze Weile sozusagen begleiten bzw. noch ein bisschen geupdatet werden. Ich habe ja schon ein bisschen jetzt angetriggert mit verschiedenen Halterungen, die man dazu bauen kann, wie für TrackIR, auch hier für Tobii Eye Tracker. Die ganzen Sachen, sage ich mal, da kann man das gut integrieren. Und dann hat der Bildschirm, der ist wirklich eine gute Grundlage für alles, was, sage ich mal, Homeoffice-affin ist oder eben, sage ich mal, mit Tracking zu tun hat, Head-Tracking. Es wird ja immer wichtiger bei einigen Titeln, bei einigen Spielen, dass ihr eure Kopfbewegung da, sage ich mal, abgreifen könnt, weil der Monitor hat eine gewisse Größe und da ist so eine Kopfbewegung oder ein Eye-Tracking schon sehr gut, muss man sagen. Immersiv auch sehr und gibt auch einen Vorteil innerhalb des Spiels, muss man einfach, sage ich mal, festhalten. In dem Sinne, habt eine schöne Woche, Surround Gaming ist out, wir hören uns wieder, bis dann.